Hallöchen, ich bin hier gerade auf einem kleinen Feldweg und irgendwie sind keine Menschen hier. Von daher dachte ich, nutze ich diese außergewöhnliche Situation mal, um ein Video aufzunehmen. Das letzte war ja in Matura zum Holi-Festival, wo wir so voll mit Farben waren. Da noch ein kleiner Hintergrund zu, diese Story, die dahinter steht, warum man Farben schmeißt, ist Krishna, der wird in der indischen Kunst immer komplett blau dargestellt, mit blauer Hautfarbe und war verliebt in Radha, die hier normale Hautfarbe hatte für die Leute hier so. Und dann sind die Freunde von Krishna zu den Freundinnen von Radha und Krishna und Radha natürlich auch gegangen und haben sie mit Farben angemalt und andersrum, damit ja, man nicht so gleich erkennt, wer welche Hautfarbe hat und um deutlich zu machen, dass das völlig egal ist und dass am Ende die Liebe wichtig ist und nicht die Hautfarbe. Und das ist ein bisschen der Hintergrund bei dieser Geschichte. Wir sind dann weitergefahren nach Delhi und haben versucht, ja, wirklich einfach dann die 2 Tage, da haben wir sehr viele Kilometer gefahren, das so schnell wie möglich durchzukriegen, weil da dann auch nichts mehr auf der Strecke war und das Radfahren ja insgesamt hier sehr anstrengend ist, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Das war tatsächlich dann in Delhi entspannter. Also das glaubt man jetzt nicht, klingt erstmal nicht so, aber Delhi war bisher der entspannteste Ort für uns auf dieser Reise hier in Indien. Die Hupen waren irgendwie leiser, generell haben Leute weniger gehupt, es waren weniger Geisterfahrer unterwegs, alles ein bisschen sortierter, wenn auch natürlich immer noch chaotisch für unsere Verhältnisse, aber das war doch sehr entspannt. So insgesamt war das ein schöner Aufenthalt und wir sind da halt hingefahren und eins, was aber sehr dolle auffällt und ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennt, auch hier in der jetzt ländlichen Region wieder hinter Delhi, es ist wirklich krass, krasser Smog. Es sieht immer so ein bisschen so aus, wie als wäre da irgendwie Dreck auf der Kameralinse oder so, glaube ich, aber die Türme da hinten, das sind jetzt, glaube ich, Ziegeleien, die auch sicherlich ihren Teil dazu beitragen, dass das hier so smoggig ist. Die sind ja schon so ein bisschen verschwommen, so grau meliert. Und ab einem bestimmten Punkt, und dieser Punkt ist ungefähr 1 Kilometer Entfernung, sieht man die Sachen einfach nicht mehr, weil sie hinterm Smog sind. Und das hat wahrscheinlich viele Gründe, warum das jetzt hier so extrem ist. Ein paar will ich nennen. Also zum einen sind natürlich die Autos, die Vehikel, mit denen die Leute hier rumfahren, sehr alt und haben diese ganzen Reinigungstechnologien und so weiter nicht. Und ja, das ist natürlich ein Punkt. Dann, ich meine, jetzt gerade hier sieht man es sehr gut, dass hier überall diese Ziegeleien, irgendwelche Schornsteine sind und da kommt wirklich richtig dreckiger Rauch raus. Das kenne ich so aus Deutschland gar nicht. Also bei uns gibt es auch Schornsteine, aber die rauchen nicht so dreckig. Dann sind es viele so kleine Sachen, glaube ich. Also eine zum Beispiel sehr übliche Sache, die wir hier schon öfter gesehen haben, ist, dass einfach an der Straße so kleine Lagerfeuer brennen. Nicht, weil da jemand sich dran wärmen will, weil es ist ja super warm, sondern weil zum Beispiel jetzt gerade fällt viel Laub von den Bäumen. Und dieses Laub wird einfach zusammengekehrt und angezündet. Das wird einfach verbrannt. Wo ich auch nicht weiß, warum, also warum, so, man könnte es ja ganz gut kompostieren oder so, aber ja, das wird einfach verbrannt und wenn das in den Straßen zusammengekehrt wird, dann ist da alles mögliche andere auch drin, dann ist da irgendwelche Plastiktüten und was auch immer gerade da zusammengekehrt wird, wird dann da einfach angezündet an der Straße und das riecht man natürlich, aber das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Smog hier so krass ist. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Also wie gesagt, man schmeckt das auch. Es ist immer so staubig einfach in der Luft. Das ist echt unangenehm. Na gut, also so viel zum Smog und was wir in Delhi gemacht haben, dann in den nächsten Videos.